darf um Ruhe bitten im Plenarsaal. Bitte, Herr Kollege. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Das ist ja immer so eine Sache mit unseren Aktuellen Stunden. Man bekommt die eine Zeile, die beantragt ist, die Überschrift, und dann kann man sich überlegen, was man dazu sagt. Ich fand es ein bisschen erstaunlich, dass die Antragstellerin Frau Piel ihre eigene Zeile gar nicht weiter erwähnt hat. Fossile Blockiererinnen und Blockierer. Ich finde es ja klasse, dass sie sogar Beleidigungen durchgendern. Also es ist eine Sache, die muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Sie hätten es bei den Blockierern belassen können. Das ist ja immer noch eine Männerdomäne, die Fossilen. Aber sie sprechen dann schon, ich glaube, in morgendlicher Milde weiter selber vom Klimawandel. Die Klimakatastrophe haben Sie wohl vergessen. Klimawandel, und da muss ich jetzt mit typischer Handbewegung den Herrn Bosse so ein bisschen aufrufen, Klimawandel findet tatsächlich statt. Es ist absolut die Regel, dass Klima sich wandelt. Wir von der AfD bezweifeln allerdings, dass der menschliche Einfluss da überhaupt eine große Rolle spielt und dass wir diesen Klimawandel, der jederzeit stattfindet, überhaupt aufhalten können und sollten in dieser Form. Aber in der Tat, Sie kümmern sich tatsächlich nicht um Ihre Antragszeile. Stattdessen machen Sie hier so eine Art Aufruf der halben Regierungsbank in der Hoffnung, dass Sie den Ministerpräsidenten von seinem Platz locken können, mit dem Endboss etwas reden können. Ich denke, er bleibt lieber bei Keksen und Saft sitzen, das wäre sinnvoller. Was Sie hier versucht haben, nennt man im Internet vielleicht Clickbaits oder möglichst viele Hashtags platzieren. Hat geklappt, das hat die Leute jetzt ein bisschen geweckt auf der Regierungsbank, aber es hat uns jetzt nicht so furchtbar weitergebracht und es ist furchtbar aktuell nun auch nicht, liebe Grünen. Sprechen Sie überhaupt über die fossilen Energieträger in diesem Antrag? Ich denke nicht. Sie haben jetzt nicht über den fossilen Anteil beim Verkehr gesprochen. Da frage ich mich, was wollen Sie eigentlich kurzfristig ändern? Die Automobilhersteller legen einiges auf die Waagschale, um E-Mobilität anzuschieben. Sie wissen, wie viel da investiert wird, aber Sie wissen sicherlich auch, das kann ich Ihnen sogar aus erster Hand sagen, es wird noch lange dauern, bis man mit E-Autos Geld verdienen kann. Und das sind nun mal die Ziele, die Unternehmen verfolgen. Die müssen nämlich auch Geld verdienen und nicht irgendwie nur ein Klima retten wollen. Das Haus brennt, haben wir gehört, zitiert von Greta Thunberg. Nein, das Haus wird wärmer. Vielleicht wird es auch kälter. Es könnte an der Sonne liegen, es könnte andere Ursachen haben. Es wird wahrscheinlich nicht so warm werden, dass wir hier Orangen sichten können und der Streit, den Frau Rebuschat beschrieben hat, jemals aktuell wird. Aber es wird sich was ändern im Klima und das werden wir nicht aufhalten können. Es gibt nämlich keinen Raumthermostat, keinen Regler an der Erde. Und das, was wir an Maßnahmen anschieben, wie Sie immer wieder betonen, es muss auf fossile Energieträger verzichtet werden, das tut niemand außer uns. 1400 neue Kohlekraftwerke werden weltweit gebaut, fast 150 neue Kernkraftwerke. Und wir als Einzige verschaffen uns das komische Alleinstellungsmerkmal, unsere Industriegesellschaft abschaffen zu wollen, auf unsere sichere Energie verzichten zu wollen. Und das ist ein Vorbild, das wird uns keiner nacheifern und das wird uns keiner nachmachen. Und von daher ist Ihr Ehrgeiz, den Sie da an den Tag legen, naja, vielleicht einiger Ehren wert in einer merkwürdigen Koordinatensystem der Werte. Aber Sie sollten den Schülern auch sagen, wenn sie was für ihre Zukunft tun sollen, dann sollten sie in der Schule bleiben und dort lernen. Denn das ist die wichtigste Zukunftsinvestition, auch freitags. Was ist also dieser Beitrag von Ihnen wert, dieser Antrag? Und vielleicht das, was von der Regierungsbank noch kommen wird? Vielleicht sind wir in Niedersachsen gar nicht an der Stelle. Hier wurde sich oft und lange auf die Bundesebene bezogen, auf den Einfluss, den die Bundesebene, vor allen Dingen die Bundesumweltminister, nehmen sollen. Was können wir in Niedersachsen eigentlich bewegen beim Verzicht auf fossile Energieträger? Sie werden ja nicht die Kühe gemeint haben, die sind ja nun unschuldig. Sie haben unsinnigerweise von der Düngeausbringung und den Überschüssen an Düngemitteln gesprochen. Was können wir in Niedersachsen eigentlich beeinflussen und bewirken? Das wird herzlich wenig sein. So wenig, wie die Solidaritätsbekundungen mit den Bauern von Windenergieanlagen wert sind, die alle in der Krise sind, die alle in Schwierigkeiten stecken. Und wir werden gleich hören, was an Aussagen, ich hoffe, von unserem Umweltminister kommen wird und wie viel das ausmachen wird. Danke sehr. Vielen Dank.